Ignoriert das Technologiegeschwätz. So, dann schauen wir mal. Bücher. Bücher haben wir ohne Ende hier. 37.000 kostet da ein Buch. Müsst ihr euch mal reinziehen. Wir werden uns die Bücher später tatsächlich noch holen, aber noch nicht jetzt. Schatzkarten haben wir ja, glaube ich, alle. Wie er immer auf die Schnauze fällt, das ist echt unglaublich. Man rennt gegen einen gegen und dann fällt er schon auf die Schnauze. Apothekenbedarf. Medizin können wir gebrauchen. Ich möchte auch gerne nochmal zu den Janitscharen. Da sind auch noch so viele Schatztruhen. So schnell wirkendes Gift haben wir genug. Spitze Gegenstände, ja. Wir können ja auch mit so einem Schmiermesser, mit so einem Brotschmiermesser können wir ja auch angreifen. Tut im Endeffekt mehr weh. Ist zwar nicht so spitz, aber es ist egal. Zu rechtfertigen suchen. Sie sind nichts als Kaltblüten. Ja, so schnell geht das. Was willst du denn? Du Janitschar. Viel Geld und der Dank der Stadt sind euch sicher. Bei allem, was heilig ist. Was benehmt ihr euch so unzivilisiert? Bloß weg. Meine Finger sind steif, wund und klebrig vor lauter Arbeit. Es ist einfach zu geil. So, haben wir denn jetzt Kohle? Nö. Warum nicht? Warum haben wir hier an der Börse keine Kohle? Standortbörse, oder? Ja. Diese schwarzen Bombenpunkte sind übrigens nur Bombenhändler, also Schwarzmarkthändler. Ich finde, die braucht man nicht so wirklich, weil... Was haben die denn letztendlich? Wir waren noch nie bei einem Schwarzmarkthändler. Ich war noch nie bei einem Schwarzmarkthändler. Noch nicht einmal. Zeig mal, was hast du im Sortiment? Sag nicht. Achso, klebrige Splitterbombe. Ah, das hört sich doch schon sehr gut an. Cool. Krähenfußbombe. Aufschlagsplitterbombe. Verzögerungskirschköderbombe. Datura Sprengfalle. Boah. Ja, Datura Sprengfalle ist echt, um die Leute auch zu vergiften. Ich möchte ja gerne so eine Sprengfalle ausprobieren. Was werden wir machen, wenn wir mal wieder viele Wachen in der Nähe haben? Niemand darf hier oben sein. Ah, wie detailreich das auch immer ausgearbeitet ist hier. Ich finde die Gegenden eigentlich immer sehr schön. Also ich fand nur Rom noch schöner. In Assassin's Creed Brotherhood. Rom war wirklich so eine tolle Sache. Die Stadt war wirklich ziemlich schön. Auch das Kolosseum und sowas. Das Schöne ist ja, man braucht ja gar nicht nach Italien oder in die Türkei zu fahren. Weil ein bisschen was vom alten Konstantinopel sehen will oder vom alten Rom. Ja, dann spielt man einfach Assassin's Creed Revelations. Kann man sich so ungefähr vorstellen, wie das Leben im Mittelalter war.
Natürlich ist es immer noch realitätsfern, aber vieles ist natürlich der Realität nachempfunden. Ja, ich gucke mich ja auch gerne mal um, aber hier ist nichts. Außer ein paar Passanten, die im Weg stehen. Okay, hier oben ist eine Truhe. Ich fand die Sprüche auch im zweiten Teil und in Brotherhood total geil. Wenn dann so kam, ich kann nicht sterben, ich bin schön. Oder wenn dann hier die Minnesänger kamen. Das war einfach immer zu genial. Da hast du dann Minnesänger gehabt. Und die spielten dann auf ihrer, was weiß ich. Und erzählten dir da halbe Geschichten. Sangen über deine Heldentaten. Das haben wir ja in der einen Mission auch gemacht. Da waren wir dann ja auch ein Minnesänger. Das war auch wirklich eine der geilsten Folgen. Folge 18. So, Bank renovieren machen wir mal. Bruderschaft verteidigen. Wie viele Banken haben wir denn jetzt renoviert? 11 Stück von 14. Dann werden wir den Doktor hier noch reparieren, renovieren. Ja. No, 9 von 14 Ärzten. Und auf der anderen Seite finden wir auch noch einen Schneider. Und diese Kunstverkäufer gibt es gar nicht mehr, weil Kunst ist hier, glaube ich, auch gar nicht so gefragt. Dafür gibt es die Buchhändler. Eine Schärpe aus feinster Seide würde... Ja, ich weiß. Kleider färben. Beutel haben wir keine mehr. Fallschirme können wir uns mal einpacken. Nee, können wir nicht. Haben wir genug. Mausgrau, algerisch Silber. Ägyptisch Blau, syrisch Aschfarben, kappadokisch Bernstein, königlich Violett. Sieht auch nicht schlecht aus, aber wie gesagt, ist immer Geschmackssache. Massiv-Weiß, mediterranes Kobalt, königlich Violett. Kostet natürlich auch immer ein bisschen was, ne? Ich würde gern das Blau wieder nehmen. Hobbystratege? Was haben wir freigeschaltet? Ach, kontrollieren Sie alle Städte außer Rhodos gleichzeitig im Spielbereich mediterrane Verteidigung. Ja, geil. Schön. Wisst ihr was? Dann nehmen wir Topkapi Goldfarben. Nehmen wir das wieder. Das gefiel mir am besten. Ah, das macht jetzt überhaupt gar keinen Einfluss mehr. Das hat jetzt überhaupt keinen Einfluss mehr auf unsere... Auf unsere... Wie heißt das? Ich glaube, wir sind in der Nähe des Arsenals. Würde ich sagen. Guck mal da unten. Nee, das hat jetzt überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Farbe unserer Kleidung. Weil wir jetzt die Meister-Assassinen-Rüstung haben. Aber es ist schön, dass ich jetzt einer Feste noch einen Assassinen zuweisen kann. Das heißt, wir können gleich noch so eine Assassinen-Mission machen. Ach, das ist einfach geil. Auch
wie lebendig die Stadt ist. Die Stadt ist einfach lebendig und das ist das Schöne an Assassin's Creed. Du läufst nicht irgendwie durch tote Geisterstädte. Du findest irgendwie an jeder Ecke findest du irgendwie einen Passanten oder sowas. Dann findest du auch, zufällig Nebenmissionen gibt es auch alles. Guck mal da oben. Können ja trotzdem mal darüber. Ist ja egal, ob wir jetzt ins Wasser gefallen sind oder nicht. Und da oben gibt es wohl wieder ein Buch. Coole Sache. Eine neue Assassinenfeste etablieren war erfolgreich. Okay. Ich finde das schön, dass du mit diesem... mit der Hakenklinge da wirklich dann nochmal einen, dich hochhangeln kannst. Ich finde, das ist auch mit einer der besten Erfindungen im ganzen Spiel. Diese Hakenklinge. Ich kann da nicht raufgucken. Aber ich sehe, da oben ist irgendwas. Also versuchen wir mal hochzukommen. Nur wie? Ach, kick mal einer an. Da können wir rüber. Wir müssen doch irgendwie da auch hochkommen. Weil da oben ist tatsächlich ein Buch. Aber wie kommen wir da hoch? Weil das frage ich mich wirklich. Ach, guck mal einer an. Man sollte auch immer ein bisschen nachdenken. Okay. Ha! Dann gehen wir hier hoch. Wenn hier oben ein Buch drauf ist, dann müssen wir natürlich mal gucken, dass wir das mal mitnehmen. Wir wollen ja schließlich alles haben, soweit. Und dann schauen wir mal hier. Oh, die Polo-Symbole. Arsenal. Also sind wir im Arsenal. Guck mal, da ist nichts. Ich glaube da. Klatsch, mindestens 30, 30 Meter in die Tiefe springen. Ja, das hätten wir schon mal geschafft. Wir nehmen dann das Buch da mit, wir nehmen aber vorher erstmal die Kiste mit. Aber man sieht langsam, der Handlungsspielraum wird langsam immer weniger. Also immer kleiner, weil man halt schon so viel erledigt hat. Und ich sehe da ein Animus-Dateifragment. Ja, das war wirklich... Anfangs ist es halt sehr viel, was du machen kannst. Und später ist es halt auch viel rumlaufen und Schätze sammeln und was weiß ich. Und geheime Bücher finden und so weiter. Ich denke, die reinen Hauptmissionen, wenn man jetzt nur von wirklich von den Hauptmissionspunkten ausgeht, also von den Ausrufezeichen, das ist eigentlich relativ zügig erledigt. Da bist du ruckzuck mit durch.
Aber es gibt ja nicht nur... Es gibt ja nicht nur hier Konstantinopel. Nein, es gibt später noch eine andere Stadt. Die werden wir ja wahrscheinlich auch als nächstes besuchen. Und zwar eine unterirdische Stadt. Das wird Kappadokien sein. Eine riesige bergige Landschaft mit vielen unterirdischen Städten. Im Osten von Konstantinopel. Also relativ weit im Osten. Also du kommst auch irgendwie nur mit Booten hin. Würde ich sagen. Ist auf jeden Fall geil. Diese Stadt. Okay. Ach, synchronisieren. Wir sind oben schon auf dem Punkt. Höher können wir gar nicht mehr. Das ist ja schon die Grenze. Ein Aussichtspunkt fehlt uns noch. Okay. Da ist noch ein Buch. Da ist noch ein Buch. Die nächste Hauptmission ist hier, ne? Erinnerungsanfang im Kopf. Topkapi-Bezirk. Glaube, hier ist dann unsere nächste Assassinenfeste. Wir können kurz dahin. Mission Ehekrach war erfolgreich. Ja, schön zu sehen. Immer mehr erfolgreiche Missionen, wo wir doch anfangs so schön gescheitert sind. Ah, hier können wir später nochmal hin. Das kann ich dann auch offscreen machen. Wenn wir das eigentliche Spiel hier beendet haben. Weil das wäre dann nämlich das erste Mal, dass ich alles in dem Spiel habe. Bis auf die Erfolge. Die Erfolge, die sind wirklich relativ schwer zu kriegen, manche. Können ja eigentlich mal... Ach, guck mal einer an. Ich habe schon ewig keinen Dieb mehr gesehen. Wo ist das? Wo ist es denn? Sieben von zehn Seiten der Memoiren gesammelt. Schön. Coole Sache. Nein, ja, wir können ja mal in die Erfolge reingucken. Moment. "27 von 69 Erfolgen. Überlegt mal. Achso, ja, das sind die Erfolge, die ich habe. Erwerben Sie Ihre erste Fähigkeit im Abstergo-Shop. Mehrspieler, Mehrspieler. Fraktionsherausforderungen. Das ist zum Beispiel das, wenn ich irgendwie irgendeine Herausforderung beende, wie zum Beispiel 30 Meter in die Tiefe springen oder sowas. Bombenmission, Animus-Dateifragmente, 100% Synchronität in allen Sequenzen. Aha, das ist alles Mehrspieler. Töten Sie in 5 Sekunden 5 Wachen allein mit Ihren versteckten Klingen. 7 Ihrer Rekruten müssen den Rang des Meisterassassinen erreichen. Lassen Sie 50 tote Wachen von Dieben plündern. Vergiften Sie 10 Wachen gleichzeitig. Töten Sie 5 Wachen mit einem Gerüst, nachdem diese durch Krähenfüße gelähmt wurden. Ach, ist das geil. Ach, guck mal. Spielt auch noch jemand Assassin's Creed Revelations? Bin ich ja gar nicht der Einzige. Auch wenn die Spiele heutzutage wesentlich kurzlebiger sind,
war jetzt gerade so die Teile, wo jedes Jahr ein neuer, also gerade so die Spiele, wo jedes Jahr ein neuer Teil rauskommt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass so die Assassin's Creed Teile, also dass es auch einige Spiele gibt, die man auch immer wieder spielen kann, auch in einer Kampagne oder sowas, oder die Story, je nachdem, was für ein Spiel das ist. Und dann gibt es auch wirklich Spiele, die kannst du aber nur einmal spielen, weil du dann denkst, jetzt hast du die Schnauze voll, bist froh, dass du das geschafft hast. Und ich finde, zu diesen Spielen, die man wirklich mehrmals spielen kann, gehört Assassin's Creed ganz klar dazu. Diesen Schneider renovieren. Und wenn wir angegriffen werden, das soll mir egal sein, dann können wir wenigstens mal wieder so ein bisschen